Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück hier bei Railroads Online. Lange ist es her, dass ich gespielt habe und ich auf der Ton passt soweit. Performance Patch, den haben wir gekriegt und ein paar andere Patches zwischendrin, vor allem wegen des Splines. Und dachte ich mir, das stream ich nochmal. Und es gibt auch einen interessanten Mod, den ich euch zeigen will. Ihr seht es schon rechts oben, wir haben eine Minimap. Und der Mod, beziehungsweise der Hack heißt Railroads Extended, also Railroads Online Extended. Und da kann ein paar ganz tolle Sachen. Und ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu laut, zumindest für mich. Ich werde es mir kurz leiser machen. Aber nicht wundern, wenn ihr hier den Desktop seht. Ich muss das so machen, sonst kann ich das Spiel schlecht aufnehmen. Mit dem Mod. So. Also, wir haben unsere Loks hier geparkt. Die Tiger. Hier Eureka. Die erste Lok Nummer 5. Mein Favorit nach wie vor. Und hier den Brutus. Mit dem Brutus werden wir auch heute erstmal fahren. Und jetzt zeige ich euch mal, was der Mod alles Tolles kann. Denn mit F1 kriegen wir hier eine Karte. Von unserem Streckennetz, was wir aktuell gebaut haben. Das ist da unten nochmal der letzte Abschnitt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt, dass ich hier die Schleife gemacht habe. Ich habe die alten Videos noch nicht nochmal angeguckt, was ich gemacht habe. Und ich weiß aber, dass ich auch diese Schleife hier neu gemacht habe. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann werdet ihr es heute sehen. Da hat es auch noch die Überreste von der alten Schleife. Man sieht es hier ganz gut. Und ich weiß, dass wir hier bei der Kohlemine knapp 43 Bretter brauchen. Weil 43 Schienen sind hier drin. Sprich, wir werden hier ein paar Wagen vollladen und in die Richtung mal hinfahren. Und das Ganze streame ich gerade über mein Handy-Hotspot. Ich weiß nicht, ob er da durchhält, aber zumindest eine oder zwei Folgen möchte ich hier aufnehmen im Live-Let's Play mit euch zusammen. Sprich, wir fahren dann hier drüber und fahren bis zur Kohlemine. Ah, schön wieder hier zu sein. Und jetzt kommt aber das eigentliche ganz Coole. Wir können hier eine Lok auswählen. Da zum Beispiel die Brutus. Und können die Lok fernsteuern. Also das ist hier jetzt gerade im Hintergrund. Und nicht wundern, dass der Ton weg ist. Wir sind quasi wie außerhalb des Spiels und dass der Ton immer weg. Das heißt, wenn ich jetzt hier das hier mache, dann sollte die Lok losfahren. Und das tut sie. Ich gehe mit F1 wieder raus. Und sie fährt. Wenn wir jetzt gerade wieder anhalten. Das ist doch mega nice. Gerade wenn man eine Support-Lokomotive hinten dran hat, dann kann man die jetzt endlich fernsteuern. Und was man noch machen kann, hier in diesem Menü, wenn man das hier wegmacht, man kann hier die Weichen umändern. Also ich versuche es mal kurz so zu zeigen, dass hier die Weichen im Bild sind. Schaut mal hier in dem Bereich. Seht ihr? Die waren umgelegt. Mega nice, oder? Ich werde es aber nach wie vor hier händisch machen. Wir werden mal schauen, dass wir mit der rauskommen. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Okay. Und einfach nur zum Demonstrieren, wenn wir die jetzt fernsteuern. Hier, die Brutus. Und sagt, sie sollen erstmal hier rückwärts fahren. Natürlich müssen wir sie befeuern, damit sie Dampf hat. Und das habe ich auch schon gemacht. Das heißt, sie sollte jetzt demnächst kommen. Whistle ist ein bisschen für den Arsch, weil hört man so nicht, nachdem man hier außerhalb vom Spiel ist. Aber da kommt sie. Schon irgendwo nice. Jetzt ist vorbei, dann werden wir sie gerade bremsen lassen. Wunderbar. Wir müssen tatsächlich hier wieder weiter. Und auf das Gleis. Damit wir hier ankuppeln können. Das mit den Ghost Splines soll weitestgehend gefixt sein. Das werden wir dann hier gleich sehen, wenn wir an die Komposition ankoppeln werden.
Und los geht's. Oh, lange ist her. Es macht gerade echt wieder Spaß. Und mit den FPS scheint es soweit eigentlich okay zu sein. Ich lasse sie mir anzeigen, wir sind bei 30 FPS. Also ich habe es noch nicht ohne Limit gemacht. Aber 30 FPS sind für mich wichtig, nachdem ich in 30 FPS aufnehme. Ich glaube, die Weiche da vorne ist falsch. Ja, ist sie auch. Wenn wir gerade da vorne nochmal stehen bleiben. Ah ja, und es könnte passieren, dass auf der Strecke Bäume sind oder fehlen, so wie hier. Also ich habe im Kopf, dass hier Bäume gestanden sind. Also ganz sicher, ich habe das hier nicht kahl gemacht. Demnächst soll auch ein Content-Patch kommen. Da weiß man noch nicht, was drin sein wird. Eventuell eine neue Lok. Oder das Caboose. Auf das warte ich ja schon lange, dass das mal kommt. Also sprich der Mannschaftswagen. Für ganz hinten. Bin jetzt generell gespannt, wie die Strecke so aussehen wird nach dem Patch. Oder nach den 3-4 Patches mittlerweile. Wir müssen nochmal wieder Holz nachlegen. Und die Weiche ist richtig gelegt. Okay, dann werden wir hier schon mal die Kupplung vorbereiten. Und dann geht's nach hinten. Holen wir uns die Wagen da für die Kohlemine. Die Lichtmaschine macht hier gar nichts. Und zur Sicherheit werden wir hier nochmal stehen bleiben, weil ich weiß nicht, ob die Weichen hier richtig sind. Das ist soweit richtig. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Ich habe auf dem... Ah doch, auf dem ersten Gleis habe ich Wagen. Okay, dann können wir gerade straight nach hinten fahren. Passt eigentlich so. Dann kann man sie gerade abholen. Einmal nach hinten. Ach, der Ronny ist da. Ja, Mensch, servus. Alles gut bei dir, Lübi. Also, werde ich gerade mal sagen, wie das Bild so ist. Ich mache das gerade notfallhalber über... Ja, Handy-Hotspot. Mein Internet daheim ist gerade nicht funktionsfähig. Voll super. Sollen wir hier mal stehen? Kicken mal. Das sieht gut aus. Und wir haben gerade mal Rest kontrollieren. Das ist okay. Das ist auch okay. Das auch. Das auch. Nice, alles passt. Läuft flüssig. Nice. Handy Hotspot bringt's. Im Notfall. Zumindest wenn man in Full HD streamt. Ich bin übrigens noch eine Antwort schuldig, ne? Bezüglich Streamzeiten. Habe ich nicht so wirklich. Da würde ich mich eher nach dir richten. So, alles gelöst hier.
Gut, die letzte Bremse. Dann werden wir mal aufladen. Und jetzt könnte das mit dem Mod ganz interessant werden. Weil wir können auf der Plattform stehen bleiben. Und die Lok einfach vorziehen lassen. Stichwort Lok. Wir brauchen mehr Holz. Ja, sehr gut. Dann ziehen wir mal vor. Ja, da wäre ich auch dafür. Weil 6000 Kilobits bei Full HD ist ein bisschen mehr. Da ist YouTube auf alle Fälle ein bisschen geiler. Also vor allem, wenn du Szenen hast, die recht schnell sind, ist es einfach mit der Bildqualität echt bescheiden. Mit 6000 Kilobits. Okay. Ich denke, das sollte passen. Schauen wir mal, ob ich es noch drauf habe. Wenn ich hier eine Punktlandung habe. Nummer 1 und 2 ist gut. Sehr gut. Also 40 brauchen wir. Was Nielsen 1986, das mal durchgerechnet, sodass klar wurde, dass überhaupt nicht gut aussehen kann mit 6000. Nee, kenne ich jetzt nicht, aber ich meine, 6000 Kilobits in der Sekunde ist einfach gar nichts. Wenn man sich diese Kompressionsraten anschaut. Okay, jetzt probieren wir das mal mit dem Mod. Also wir stehen jetzt hier. Weil ich habe mich mal kurz anders positionieren, damit ich die Wagen hier sehe. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Und wir werden den Zug jetzt mal fernsteuern. Ist ein bisschen blöd, dass man das jetzt nicht verschieben kann. Ich kann jetzt hier nur auf der Seite gucken, wie der Zug fährt. Das ist zumindest der erste Wagen. Das ist übrigens mit der Cheat Engine realisiert, das Ganze. Sprich, Antivirus könnte da anschlagen. Okay. Funktioniert so semi. Aber besser als gar nichts. Ich meine, bestes Beispiel, wenn ich die 4K-Videos für YouTube render, die mache ich mit 40 Mbit in der Sekunde. Nur so als Referenz. Also lieber würde ich auf YouTube streamen, aber ich weiß nicht, da wird es auch besser aussehen. Aber ich, mit YouTube werde ich einfach nicht warm, also was Livestreaming zumindest betrifft. Okay, und die nächsten. Schauen, ob ich mich so hinstelle. Okay. Ziehen wir mal wieder vor. Ach, ich wünschte, ich könnte die Steuerung auf einem eigenen Monitor haben. Und nicht im Spiel selber. Ist sowieso die Sache, bis sich die Streaming-Landschaft noch verändern wird. Wie meinst du das? Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie das so aggressiv wollen, aber schau mal, 3, 6, 9, 12, 16,
mach das einmal händisch, weil ich muss sowieso mal kurz gucken, wie es mit dem Holz aussieht bei der Lok. Ah, wir haben noch. Okay, dann ziehen wir mal oldschool nach vor, wenn wir es sonst immer gemacht haben. Twitch hat momentan einfach den größeren Support, also auch mit den Tools, was es so gibt. Da muss YouTube noch einiges machen, damit es besser wird. By the way, streamst du eigentlich heute nochmal oder erst morgen? Wie gesehen im Kalender, glaube ich, steht es erst mit morgen drin. Oh, ich muss weiter nach vor. Okay, aber das kann ich jetzt mit dem Tool machen. Irgendwie doof, dass bei dem Spiel eben der Ton ausgeht. Das könnte zu viel gewesen sein. Oh ne, es passt. Was zur Mähe-Mentalität. Aber es ist Freitag, Wochenende. Dann werden wir hier schon mal das hier vorbereiten. Ich versuche mal den Mod mehr zu nutzen. Lass uns die Lok mal ein bisschen vorziehen lassen. Ich bin immer ein bisschen im Gas lassen. Total ungewohnt, dass die ferngesteuert ist. Erstmal holen. War die Woche so schlimm. Das ist jetzt schon mal richtig. So, dann haben wir hier mal die Bremse rein. Das einzige Problem, was ich jetzt schon sehe, dass ich mit dem Tool einfach nicht so feinfühlig bremsen kann. Jetzt haben wir uns die hier noch schnappen. Ich hoffe, da ist die Bremse drin. Ja, ist sie. Hier nicht. Auch nicht. Nicht. Ah, doch, hier. Warte mal, lösen. Hier ist sie gelöst, hier ist sie gelöst, hier ist sie angelegt. Und die lassen wir angelegt, die letzte. Okay, dann lassen wir mal den Zug nach hinten rollen. Also ganz langsam. Lieber erstmal Support geben. Hey, was ich mal schon mal fragen wollte, wieso Löwe? Und muss sagen, übrigens, den Avatar und die Artworks, was du da hast, sehen mega geil aus. Das hat mich schon ein bisschen angefixt, als ich das gesehen habe. Der Zug ist mal zu schnell. Viel zu schnell. Sind drauf. Ah, warum Löwe? Das wollte ich gern wissen. Dass du es auf den Lion-Style bist. Aber so rollen wir hier noch. Machen wir hier Bremse rein. Bisschen zu schwer. Gut, dann können wir den eigentlich schon mal fahren lassen. Und zwar nach vorne. Währenddessen schauen wir mal wegen dem... Aber bei... Wir brauchen nicht schauen, wir können einfach reinlegen. Sollte reichen, bis wir hier fertig sind.
kurz was trinken. Oh, Sternzeichen Löwe, das bin ich auch. Ja, ich habe mich eigentlich schon immer mit den Löwen verglichen. Aber später kam der Furry-Fandom mit dazu, was das dann noch ein bisschen unterstrichen hat, falls ihr das was sagt. Ich bin offiziell ein Furry. Das sieht man auch so ein bisschen am Artwork, glaube ich. Also ich muss sagen, der Mod gefällt mir. Mit den Fernsteuern. Ersetzt ein bisschen den zweiten Spieler. Okay, nehmen wir die Leistung weg. Und dann soll er hier wieder gerade reinfahren. Ja, beziehungsweise jetzt wieder rückwärts. Ich glaube, länger machen wir den Zug auch gar nicht. Weil ich habe die Befürchtung, die Lok schafft es sonst nicht. Wenn wir die Bergstrecke rauffahren. Dazu ist jetzt gerade irgendwie gar nichts. Was ist jetzt da los? Ah, jetzt. Okay. Was ich hieß früher der Lulatsch. Fast 2 Meter groß. Okay. Also ein großer Flauschlöwe. Ja, da kann ich mich nicht mithalten. Bin nur 1,70 groß. Ich bin ja ein sehr freundlicher Mensch, aber im Falle, dass ich die Kanne drücken kann. Finde ich gut. Okay, mal zurück. Das sind wahre Worte. Jeder Mensch ist so gut, wie er ist. Sag mal, was sind... Was? Du hast jedenfalls keine Probleme, wenn du dich mal irgendwo... Ich wäre aber eigentlich schon gern größer, muss ich schon sagen. Aber es hat so seine Vorteile, ne? Klein zu sein und auch groß zu sein. Zum Geben und Nehmen. Okay. Die letzten Wagen noch. Ganz endlich mal losgehen auf meiner Bergstrecke hier. Was sind denn so deine Lieblingsspiele? Gibt immer zwei Seiten der Medaille, ja? Cool wäre es, wenn man irgendwie auf Knopfdruck so die Sachen ändern könnte, ne? Aber dann wäre es auch irgendwie einfach.
Okay, drei Wagen sind es noch. Gut, dann werden wir das mir wieder zurücksetzen lassen. So, dann schauen wir mal, ein bisschen einbremsen hier. Das war zu weit. Also mit der Steuerung habe ich noch meine Probleme. Also mal schauen, hauptsächlich Survival, wo man bauen kann, aber auch ein bisschen was fürs Köpfchen. Und für Letzteres kannst du mir da ein paar Beispiele geben. Und ja, oh ja, Letzteres, da, das würde ich auch unterschreiben, bitte was Entspanntes. Also bei mir ist es so, hauptsächlich Simulationen mit Schwerpunkt Eisenbahn-Simulationen, so wie das Spiel hier. Das ist so, ja, amerikanische Eisenbahngeschichte, wenn man so möchte. Flight Simulator, ich möchte auch mal Pilotenschein machen. Dann Aufbau Wirtschaftsspiele, so wie Rollercoaster Tycoon etc., das spiele ich immer wieder gern. Ja, und ab und zu mal so Sachen wie Age of Empires. Wechsel gern, aber so richtig stressige Sachen, das ist nichts für mich. Und auch nicht wirklich Online-Multiplayer. Bestes Beispiel, Call of Duty. Spiele ich ab und zu gern, aber nur die Kampagne. Die finde ich einfach toll inszeniert. Aber der ganze Rest mit dem Massive Multiplayer-Shooting ist nichts für mich. Ich finde, das ist da mehr die Story. Das ist für mich wichtig. Ich bin teilweise ein bisschen ein Rollenspieler. Also Elder Scrolls habe ich auch gespielt. Hm. Und ob der Kran das erreicht, dann wären wir eigentlich fertig. Der tut's. Okay. Einmal noch, dann haben wir's. Dann können wir endlich losfahren. Ab zur Lok. Ich schau mal aus. Wir haben keinen Brennstoff mehr. Können wir gerade mal voll machen. Ansonsten, Water Pressure ist okay. Wasser haben wir weitestgehend genügend. Kannst du die Kamera richtig einstellen? 1, 2, okay. Nice. Halt. Hit one fail. Die Leistung ist okay, bei 30 FPS ungefähr. Also ich bin mal gespannt, ob wir eine Überraschung auf der Strecke kriegen.
Auf jeden Fall fehlen Bäume. Ich glaube, das Spiel ist gerade sehr laut. Kann das sein? So, jetzt sollte es mal ein bisschen humaner sein. Und wieder Bäume fällen. Ich hatte da mehr Bäume auf jeden Fall. Okay, während ich hier bremse, mal ganz den Text hier durchlesen. Zum Beispiel über das. Medieval Dynasty, den hatte ich auch schon auf der Liste drauf. Aber da wurde ich noch nicht ganz so warm drin. Das ist so ein Spiel, das interessiert mich. Aber da schaue ich dann lieber bei jemandem zu. Ich will jetzt nicht zwingend selber spielen. Soll ich jetzt heißen, dass es schlecht ist, aber es spricht mich jetzt nicht so sehr an, dass ich selber spiele. Aber mich fixt es an, dass ich lieber zugucke. Da fehlen so viele Bäume hier. Sieht ja furchtbar aus. Wenigstens sieht man die Weiche. Oh, da haben sie ganz schön gewütet hier beim Patch da. Ich kann mich erinnern, bei der letzten Folge habe ich noch beschwert, dass hier zu viele Bäume sind und teilweise in der Strecke, jetzt sind es zu wenig. Ah, ich freue mich schon, wenn nächstes Jahr die Saison wieder vom Museum aufgeht. Wenn ich dann wieder bei den nächsten Lokomotiven bin. Oh, Daisy. Ja, das habe ich auch noch gezockt. Hast du es noch gespielt, als es die Mod war? Bevor es eigenständig worden ist? Oh, da haben wir einen ganz bösen Knick hier drin. Der muss weg. Und Phasmophobia. Das ist so ein Spiel, das spiele ich auch nur mit Freunden. Sonst nicht so wirklich allein. Oh, da ist die Weiche falsch. Anhalten. Anhalten. Ich glaube, sie haben auch die Physik verbessert. Ich fühle mich gerade ziemlich sicher beim Fahren. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Muss ich mal mit mehr Wagen probieren. Was dann immer noch so sicher ist. Und für alle, die die letzte Folie gesehen haben, ja, diese Kurve ist hier neu. Da drüben ist ja das Überbleibsel vom alten. Wir könnten eigentlich wieder nachlegen, weil die Strecke vor uns ist noch recht weit. 80, sehr gut. Bin schon gespannt, wie das Spiel wird, wenn der Mod-Support draußen ist. Was dann alles noch kommt. Also für den Fall, ne, dass du Railroads online hast, kannst du gern mit reinkommen. Ist eigentlich ein Multiplayer-Spiel.
Ich spiel's nur allein. Ah ja, und für Zukunfts-YouTube, Live-Chat ist ausgeblendet, aber es gibt einen Chat aktuell. Ich habe Age of Empires im Game stehen. Oh, scheiße. Das habe ich tatsächlich vor kurzem gestreamt. Ich hoffe mal, ich kann das kurz ändern. Ich muss mal kurz der Ton weg. Das ist leider eine Eigenheit vom Spiel. Aber gut, dass du sagst. tun wir gerade mal ändern. Oh, das ist natürlich super fail. Nö, krieg ich jetzt gerade. Ja, Moment mal. Twitch. Ich hoffe mal, der Zug entgleistet jetzt währenddessen nicht. Ach ja, Pros bei der Arbeit, ne? Railroads Online, da haben wir sie ja. So, jetzt soll es aber richtig sein. Ach scheiße, jetzt kann ich die Kamera nicht mehr bewegen. Jetzt müssen wir kurz die Notbremse hinlegen. Okay, jetzt geht's wieder. Ah, das Spiel ist noch so buggy. Wann hat es eigentlich bei dir mit dem Streaming angefangen? Also für YouTube, falls ihr euch wundert, bin ich die ganze Zeit quatsche. Das ist Ronny the Lion. Die Links zu seinem Twitch- und Twitter-Account findet ihr dann in der Videobeschreibung. Schaut auf alle Fälle immer vorbei. Jahren. Okay, was war so die Hauptmotivation, dass du gesagt hast, jetzt fange ich mal an zu streamen? Aber wisst ihr was, für die letzte Strecke probiere ich mal was. Wir werden jetzt hier noch mal kurz anhalten und werde mich mal nach hinten stellen. Werde aber noch mal Holz reinlegen. Und dann machen wir es über die Fernsteuerung. Es wird garantiert gut gehen. Oh, was ich ganz am Anfang vergessen habe zu sagen, mit Railroads Extended gibt es auch ein Autosave. Ihr könnt einen Slot definieren, wo er dann alle 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten speichert. Sehr praktisch. Kann er das Hauptspiel ja noch nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Wir geben jetzt einfach mal das Gas vor. Und lassen die Lok mal fahren. Das funktioniert gut mit dem Fahren, muss ich sagen. Wir brauchen mehr Schmackes. Ah, jetzt. Take me home to rest where the mockingbirds nest. Das wird ein bisschen arg ruhig hier, ne? Der Vorteil ist aber, ich sehe sofort eine Entgleisung. Wenn ich jetzt hier auf dem letzten Wagen drauf bin. Pull up.
wollte es schon immer machen, aber nie die Zeit. Und jetzt Anfang November angefangen, versteckt auf Twitter durchzuschreiben. Ah, okay. Ja, bei mir ist es ein bisschen ähnlich. Also grundsätzlich Broadcasting mache ich schon seit über 7 Jahren übers Radio. Da habe auch ab und zu Twitch-Livestreams gemacht und ja, so seit 2-3 Monaten mache ich es fokussiert ein bisschen mehr privat. Und wenn man da noch neben dem Radio ein bisschen was aufbaut. Funktioniert gar nicht so schlecht von da hinten. Schauen wir mal, ob ich so bis zur Mini raufkomme. Ich kann mich auch ein bisschen besser unterhalten, nachdem sie hinten nicht so laut ist wie vorne bei der Lokomotive. Was selbstständig halten, ne? Also ich mache das alles nebenberuflich, ne? Auch das Radio. Ja, im Team. Das ist nicht hauptberuflich. Vielleicht irgendwann mal. Jetzt auch auffällt, die Wagen zittern weniger als wie vorher. Ich sehe, was sie gemacht haben. Ich glaube, die haben so eine Art Filter gemacht, dass um die Schienen einfach die Bäume erstmal weg sind. Oh. Die Einsicht, glaube ich, ist vielleicht gar nicht so schlau, wenn ich hier hinten bin. Wenn sie sagen, dass vielleicht doch Bäume auf der Strecke sind. Weil ich doch ein bisschen den Ausguck machen. Weil ich möchte die ganzen Wagen hier nicht wieder aufgleisen. Wenn wir entgleisen. Soll ich mich irgendwo hier hinstellen? Da kann ich ein bisschen nach vorne gucken. Alles klar. Mach keinen Unfug, ne? Und eventuell sehen wir uns morgen Abend. Ah, ich muss schon sagen, die Ansicht von hier hinten, die gefällt mir schon. Ich glaube, den Mod werde ich erstmal drin lassen. Ich meine, die Minimap mache ich nicht wirklich. Aber die Fernsteuerung, die ist schon sehr praktisch. Ich werde es dann in der nächsten Episode mal probieren mit einer Lok, die hinten ist. Bei einem richtig schweren Zug, um versuchen, da mal Gas zu geben. Wie sich das dann verhält. In der Vergangenheit war das zwar nie so gut, wie hinten eine Lok gewesen ist, dass immer so oft die Wagen entgleist. Wegen der Spannung im ganzen Zug. Aber mal schauen, ob das mit dem Tool besser ist. Und da ist auch schon die Mine. Ach, ich wünschte, es gibt ein Tool, dass ich hier wieder Bäume pflanzen kann. Also schauen wir mal nach. Wie ging das nochmal? Jetzt habe ich es gerade verlernt. Wie bin ich ins Baummenü reinkommen? Nee. Ach so. Erdarbeiten. Nee, kann ich nicht. Oh, wir müssen bremsen. Dringend. Sonst haben wir hier zu schnell, jetzt wo es nach unten geht. Oh, das war noch hart an der Grenze. Ah, ich glaube, ich fahre lieber doch selber.
Ja, finde ich ein bisschen schade, dass hier so einen ganzen Kahlschlag hat. Also ich meine, über 300.000 Bäume sollten eigentlich da sein. 200 oder 300.000. Da könnte man eigentlich fast wieder neu anfangen, weil das sieht irgendwie echt nicht schön aus, wenn es hier alles so kahl ist. Also so ein Planting-Tool von Bäumen, das wäre jetzt so schon noch geil zum Ausschmücken. So ähnlich wie in Transport FIFA 2, dass man hier die Pflanzen wieder hinstellen kann. Oh, da Chris! Railroads! Yo! Hey Chris, wenn du den Bock hast, kannst du mitmachen. Dann können wir noch einen schwereren Zug machen. Er soll es ja laufen mit dem neuen Rechner, ne? So, gleich sind wir bei der Mine. Ja, Chris, du, mach da mal keinen Stress, weil ich muss dann sowieso nochmal durchstarten. Und ein anständiges Kennwort dafür zu vergeben. Und ich muss jetzt erstmal den Zug hier entladen. Ah, und das sind wir auch bei der Mine. Und alles kahl hier. Gut, ich weiß, dass ich hier kahl gemacht habe. Aber nicht so sehr. Aber der schönste Bahnhof bisher. Sehr gut. Jetzt bremsen hier. Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Na komm, entladen bitte. Na? Okay, cool. Dann nehmen wir jetzt mal die Fernsteuerung. Was nehmen wir mal ein bisschen nach vorfahren. Da passiert gar nichts. Machen wir mehr Schmackis. Ich finde es echt schade, dass der Ton immer weg ist, wenn man hier in dem Menü drin ist. Sehr gut. Jetzt müssen wir kurz schauen, wie viel Schienen wir da haben. Ja, 33, das passt. Gut, wieder vorziehen lassen. Bevor wir dann weiter vorziehen, müssen wir vorne die Weichen mal prüfen, ob die richtig sind. Das sollte passen. Sehr gut.
Dann checken wir mal die Weichen. Es sieht aber gar nicht mehr so falsch aus. Ja, das passt. Dann legen wir noch ein bisschen Holz nach, damit die Lok hier schön heiß bleibt. Na komm. Sehr gut. Ja, so macht es den Laden Spaß, muss ich sagen, wenn ich das hier so fernsteuern kann. Wo ist die Steuerung hin? Da. Open Controls. Hier weitermachen. Nice. Oh, das macht echt Laune. Und die nächsten Grad. Ja, da echt danke an die Community, die da so geile Tools macht. Okay, die letzten noch. Oh, das könnte zu weit gewesen sein. 11, 12. Mal schauen, ob er die nimmt. Na komm, bitte entladen. Oh, bitte. Gibt's doch nicht. So, mal entladen hier. Und? Oh ja, nimmt's doch. Sehr gut. Habe ich noch Glück gehabt. Die letzten zwei. Das war jetzt aber ziemlich abrupt. Ich hoffe, davor ist jetzt nichts passiert. Ja, wir könnten dann mal schauen. Wir haben jetzt 130 Kohle. Wir könnten mit einem Kohlezug dann gerade wieder runterfahren. Das wären dann 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mal Kohle. Da könnten wir eigentlich zu zweit runterfahren, sprich wenn der Christian kommt, der nimmt sich dann hier die langsamste Lokomotive, die wir haben. Die hier hängt sich bei uns ran und dann fahren wir runter. So der Plan. Das wird spannend. Der ganze Zug plus die Einheit da. Ich werde mit dem erstmal in die Schleife reinfahren. Und hier wieder auf das Gleis rausfahren. Da wird man schon mal richtig stehen. Ja. Chris schreibt gerade im Live-Chat, ja. Dein Server, ne? Ja. Es wird spannend. Und dann die ganze Bergstrecke runter. Oh je. Ach ja, ein bisschen Action. Oh, die Lok ist kalt, sehe ich gerade. Naja, aber die Kurve kriegt sie noch hin und dann gehen wir erstmal in die Pause.
Ja, sage ich dir gleich. Also ich gehe gleich in den Pause-Screen. Da gibt es mal 5 bis 10 Minuten Pause, liebe Leute. Währenddessen kommt dann Chris rein. Du kannst aber schon mal die Download-Region von Steam auf die Schweiz einstellen, sonst kannst du eh nicht joinen, wenn du es dich eh schon gemacht hast. Okay, dann halten wir hier mal an. Liebe Leute, das ist erstmal Episodenende. Ich gebe dir Pause-Screen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.